Um 17.30 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigsburg zu einem Verkehrsunfall hier auf der Landesstraße 11100 Richtung Remseck alarmiert. Beim Eintreffen der Lage war so, dass ein Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW und LKW stattgefunden hat. Eine Person eingeklemmt im PKW, eine Person leicht verletzt im LKW. Leider ist die Person im PKW verstorben an der Einsatzstelle, wurde durch die Feuerwehr geborgen und nun ist die Einsatzaufnahme durch die Polizei an der Einsatzstelle. Ja, die technische Rettung oder die Befreiung oder die Bergung des Patienten war sehr aufwendig durch die starke Deformierung am PKW. Da wurde die Seilwinde vom Rüstwagen sowie ein Gegenzug mit Mehrzweckzug über die Leitplanke zum Befreien des verstorbenen Patienten hier an der Einsatzstelle eingesetzt.